Stellplatz-Idylle in Rostock. Man kann nicht meckern, aber es gibt welche, die fahren die kleinsten Autos und können sich trotzdem nicht in die Markierungen stellen. Wahnsinn. Wohnmobile stehen alle, wie es gehört. München, weißt du das? Weiß ich nicht. Bei der Jürgen hat er verkauft. Zwei Konzerte letztes Wochenende. Nicht mal. Hallo. Hallo. Also wir haben es geschafft. Hallo. Okay. Ups. Ständer hält nicht. Das ist schlecht. Okay, aber jetzt. Also wir haben es geschafft. Wir sind in Rostock. Wir sind jetzt auf einem Bikeplatz direkt am Wasser. In der Nähe vom Fährhafen, ne? 5 Minuten. Genau. Terminal. Und wir haben Live-Musik. Extra bestellt. Nee, Quatsch. Die Toten Hosen spielen genau gegenüber. Also wir haben jetzt schon die schönsten Lieder gehört. Nur weil ich dich liebe oder wie immer das Lied auch heißt. Keine Ahnung, ich kann nur den Refrain. Und hier kommt Alex. Haben sie schon gespielt? Wir warten noch auf. An Tagen wie diesen. Und Never Walk Alone. Dann bin ich zufrieden. Dann kann ich ins Bett. Also, die Fahrt war nervig wie immer. Wir sind pünktlich um 12:30 Uhr, also 12.30 Uhr, von zu Hause losgefahren. Fini hat ja dann heute nochmal seine Dosis gekriegt. Also seine Spritze für den Rücken und seine Wurmkur für Norwegen. Und dann sind wir weitergefahren, eben Richtung Rostock. Aber das war wieder mal sehr nervig, weil wir sehr viel Stau hatten. Ne? A9 gleich Baustelle. Also furchtbar, echt. Und manche Leute sind einfach zu doof zum Autofahren. Ich stelle es immer wieder fest, dass es in Deutschland keinen Spaß mehr macht, Auto zu fahren. Ja. Wir waren dann um 7:30 Uhr. 6 Stunden für 500 Kilometer. Waren wir jetzt in Rostock. Da haben wir schön ein bisschen Abend gegessen. Brotzeit, Brot und Wurst und Käse. Und ein Bierchen. Radler, besser gesagt. Gösser. Und ein Whisky. Genau. Schleichwerbung. Royal Loch Nagar. Die kleinste Destillerie. Eine der kleinsten Destillerien Schottlands. Königliche Destillerie. Genau. Da steht auch drauf: Queen Victoria, King Edward, der 7. und King George. Genau. Das gleich neben dem Balmoral Castle. Neuland Stories war in der Stadt, denen hat der Whisky nicht geschmeckt. Uns schmeckt er. Ja. Liebe Grüße. In diesem Fall. Ja. Gibt es noch irgendwas zu berichten? Doch. Erzähl mir, wenn es morgen losgeht. Ich weiß das ja schon wieder nochmal. Wir haben morgen einen ruhigen Tag. 12 Uhr geht die Fähre. 10 Uhr einchecken. Super, ja. 2 Stunden vorher geht das Einchecken los. Cool. Vorher tankt man noch, gleich da vorne ist eine Tankstelle, fährt man dran vorbei. Alles gechillt. Dann 6 Stunden Fähre und dann schauen wir mal, wo wir morgen Abend schlafen. Wir brauchen auf jeden Fall einen Platz, wo gutes Internet ist. Warum? Weil ich ja am Freitag noch im Homeoffice bin, 3 Stunden. Und da brauche ich ja Internet. Stimmt. Und erst dann geht's weiter. Also ist das am Freitag recht gechillt auch. Aber jetzt haben wir erst mal Mittwochabend. Ja. Den lassen wir jetzt mal schön ausklingen. Wir wollen ja nur mehr Servus sagen. Uns geht's gut. In diesem Sinne beginnt jetzt das Abenteuer Norwegen. Nordkap Lofoten. Die 2. Wenn ihr nichts verpassen wollt, einschalten auf Instagram. Bei MS und Ventur und Instagram, das seid ihr täglich. Und dann natürlich die Filme unter Chris Live und Tour auf YouTube. Abonniert den Kanal. Hinterlasst einen Kommentar. Und ein Like. Genau. So. In diesem Sinne. Gute Nacht. Ciao, ciao.
sind wir am Fährhafen in Rostock. Da steht schon unsere Fähre, wird gerade entladen. Wir kommen dann bald rauf.
Das ist er nun, unser erster Schlafplatz in Schweden. Ja. Klischee erfüllt. Lagerfeuer am See. Und Mücken. Ein paar Moskitos sind da, die stören mich aber nicht. Mich schon. Die haben mich schon hinten gebiegst. Es gibt einen schönen rosa Sonnenuntergang, wie man sieht. Ist ausbaufähig, für den Anfang nicht schlecht. Wir haben gleich gegrillt. Ist nichts mehr übrig. Weil es ist jetzt mittlerweile auch schon kurz vor 10. Kurz vor 10. Und wir sind noch weit im Süden. Mir nochmal. Ach. Wir haben gegessen. Wir haben die Tiere ins Wohnmobil verräumt. Die haben genervt. Also der Finn nicht, aber die anderen zwar. Jetzt nerven nur noch die Mücken. Ja. Na, was willst du sagen? Michael, erzähl. Schöner Platz für den ersten Abend. Ja. Würde ich sagen. Man kann auch mal da her schauen, ne? Ja, ich so einen langen Arm habe ich nicht. Habe ich da vorhin schon gefilmt. Gut. War ein langer Tag. Ja, die nervige Fährfahrt, ne? Wie schon gesagt. 6 Stunden Fähre nervt. Weil du halt nur am Deck rumrundelst, ne? Ist zwar alles da, was du auf einer Kreuzfahrt brauchst, aber wir brauchen es ja nicht. Ja, oder? Somit hat es halt ein bisschen sich gezogen. Wir haben schön eine Zimtschnecke gegessen und das war gut. Und das war das Highlight an der Fährfahrt. Heute sind wir das erste Mal kontrolliert worden bei der Einreise nach Schweden. Der Finn? Die Dame wollte die Ausweise sehen und der Finn seinen Ausweis. War aber alles gut. Wir waren ja beim Entwurmen. Und dann schnell beim Lidl nochmal einen Stopp gemacht. Ja. Und hierher gegondelt. Hm. 1,5 Stunden haben wir schon mal Richtung Norden geschafft. Yeah. Sind es von 2300 Kilometern nur noch 2200 ans Nordkap. Ey. Sehr klacks eigentlich. Ja. Das ist, haben wir schon mal in 24 Stunden geschafft. Das stimmt. Aber das könnte ich nicht mehr. Von zu Haus bis nach Asprovalda. Das ist in Griechenland. Über Österreich, Ungarn, Serbien, Mazedonien. Ja, stimmt, das haben wir schon gemacht. Das ist lauter Mücken. Ich glaube, wir machen das halt nicht so lang. So, wir haben schön gegrillt, Lagerfeuer gemacht, Klischee erfüllt. Jetzt können wir eigentlich wieder heimfahren. Ja, genau. Nee. Am See übernachtet. Allein. Ein einziges Zelt steht noch da. Aber da wissen wir nicht, ob da jemand gestorben ist oder lebt. Oder? Vielleicht dieser Angler, der am See ist mit dem Boot, keine Ahnung. Am See ist übrigens Badeverbot. Wegen Algen. Wegen Algen. Aber das stört uns ja nicht. Nein, wir gehen ja nicht schwimmen. Ich hatte nämlich keine Badehose dabei. Die hat er vergessen. Brauche ich nicht. Weil ich gehe ja eh nicht schwimmen. Ja, Leute, also wie schon gesagt, morgen durch noch ein bisschen was arbeiten und dann geht's weiter. Und dann 800 Kilometer, schätzungsweise. Ja. Dass wir ein bisschen in den Norden kommen, ne? Hm. Verrückt. Naja. Also. Bis morgen. Gute Nacht.